So, dann muss ich die beiden mal ausmachen, wenn es gerade etwas lustig ist. Oh, ich muss erstmal meine Haare wieder richten. Ja, durch den Sturm Essen holen gefahren bin ich ja. Es war sehr anspruchsvoll. Hallo Thürerwal. Ja, weiter geht's. Der Abendstream ist tatsächlich schon wieder aber heil geblieben, ja, genau. Nee, es war auch gar nicht schlimm. War gar nicht schlimm. Aber dafür sehr lecker. Mal wieder. Ja, genau, ich streame gerade. Mich gerade meine Uhr dran erinnert. Und jetzt auch noch das Discord. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe Leute losgeschickt, den Laster zu holen. Und ich, genau, Alex zurückgeschickt, um in den Shop zu gehen. Genau, das wäre der nächste Fix und fertig. Programmpunkt. Und du kannst auch reparieren. Ja, okay. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. In Forge of Empires. In Forge of Empires. Ernte in Forge of Empires. Wo ist denn hier nochmal? Ach ja, hier. Da ist er ja schon. Ein Punkt Gesundheit gewonnen. Yes. Ja, die Tür wahrscheinlich wieder zu sein. Na klar. Und dann war ich bei allen Händlern heute. Oh, hallo, schön Sie wiederzusehen. Ja, ebenso. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Mal schauen, was ich brauche. MG-Holster. Es sind keine MG-Holster, ne? Nee, das Meistens sind werde ich mein diese. Zeug ziemlich schnell wieder los. Ich bekomm's rein und nach ein oder zwei Tagen ist alles wieder weg. Genau, das sind die Pistolenholster. Die sind natürlich nicht so gut. Die Westen, die er aktuell hat, sind auch nicht so. Swathelm. Da weiß ich gerade nicht. Ob der was taugt. Möglicherweise besser als ihr. Nee, der hat 27. Der hat 27, der hat nur 26. Der AP-Abzug. Erstmal nicht so aus. Ich glaube, der ist schon besser. Der Helm, den sie hat. Ja, diese Mützen haben alle einen Schutz. Die Jacken haben auch ein bisschen was. Aber das ist jetzt alles nicht so dolle. Könnt so einen Tarnbezug wieder kaufen. Ich glaube, da sind noch nicht alle versorgt mit Tarnbezügen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Meistens ist man hier drin sicher. Sie hat zumindest noch keinen. Sie wissen ja, wo ich bin. Aber ich glaube, so wichtig ist dann auch, das ist dann auch wieder nicht. Habe ich den jetzt hier gekauft oder Sie nicht? wissen ja, ich habe die besten Preise. Habe ich nicht. Sagen Sie mir einfach. So.
Mit ihnen stecke ich den gleich dran. So, okay. Ansonsten habe ich ja hier noch Guardian-Westen zu verkaufen, sehe ich gerade. Na dann. Handeln wir Sie das wissen, gleich. Kein Problem, Mann. Ja, okay. Alles klar, das war's dann. Mit ihm? Mit ihnen mache ich. So, habe ich noch irgendwas hier in dem Sektor rumzuliegen? Da liegt auf jeden Fall noch jede Menge rum. Auch noch jede Menge Sachen, die verkauft werden können. Dann mache ich das noch. Beziehungsweise so viel wie möglich verkaufe ich. Ja, vielleicht mal ein bisschen Stapel abbauen. Ja, geht gar nicht so gut. Irgendwas. Davon haben wir zwei. Sie wissen, kein Problem, Mann. Ja, okay. Tut mir echt. Das ist zu teuer. Was ist mit einem? Ja, okay, das sieht in Nein, Ordnung aus. Einen nur. Wir sind im Geschäft. Alles klar, das war's dann. Eine geht mit noch. Ihnen okay. Mach ich Der hat halt leider nicht so viel Geld, so wie Toni. Der kann ja jeden Tag jede Menge handeln. Na gut, ich könnte jetzt natürlich noch die anderen Tarnbezüge kaufen, dann kann ich vielleicht auch noch die Hose verkaufen. Ja, das können wir vielleicht mal versuchen. Die Leute erzählen. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Kein Problem. Ja, okay, tut mir echt leid. Dann muss ich was Günstigeres haben. Hey. Schauen, was noch günstiger ist. So eine Schutzweste, eine normale, müsste günstiger sein. Oder ein Stahlhelm müsste auch günstiger sein. Sehe kein Problem. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. So günstig war die gar nicht. Er hat doch irgendwas mit die Leute gesagt. Die Leute erzählen viel Gutes über euch, Jungs. Okay. Gut. Euch Jungs, sagt er, der Frau. Gut, dann schnappe ich mir noch ein paar kaputte Sachen. Die ist ja noch gar nicht fertig. Fällt mir da auf. Denn hier liegt auch jede Menge Zeug, was noch repariert werden muss. Jetzt nicht so kaputt, aber ja. Gut. Und weiter Zeit vergehen lassen. Ist beendet, Oberboss. Okay. Sind jetzt alle geheilt? Schon? Nee, kann nicht sein. Sonst wären die Doktoren auch am Blinken. Ach so, Ira. Vince, genau. Vince ist selbst verletzt. So. Du trainierst jetzt einfach mal Beweglichkeit. Das ist fast soweit. Gut. Bin bereit, weiterzumachen. Ich bin soweit. Aufgabe erfüllt. Und jetzt? So. Jetzt haben sie es geschafft. Ich hätte aber gerne noch die Truppe. Eine zumindest. Bevor ich weitergehe. Ja, eine hätte ich gerne. Eine hätte ich gerne. So, dann lasse ich die noch machen. Oder vielleicht über Nacht. Ich könnte ja Ira und Fox hier auch noch eine Miliz trainieren lassen in dem Sektor. Und über Nacht sind sie vielleicht fertig mit einer.
Und Vince trainiert halt wieder irgendwas. Beweglichkeit ist so schlecht bei ihm. Vielleicht mal das Trainieren. Alles andere ist ja nicht so wichtig. Treffsicherheit ist auch so schlecht bei ihm. Könnte ich natürlich auch trainieren. Der ist ja auch ziemlich klug, aber da. Der muss echt viel nachholen. So. Gut. Auftrag beendet. Okay, sie haben es geschafft. Ich würde aber noch einen Trupp trainieren und alle schlafen lassen in den H-Sektoren. Ach, ich lasse einfach alle überall schlafen. Sieben, dann Biff und Flo. Wo sind die überhaupt? Sind die überhaupt, Biff und Flo? Ach, da. Und Gumpy. Trainieren Kraft, oder? Ich glaube, Kraft kann man am Flughafen. Sicher. Ich bin nicht sicher. Sie ist jetzt hier gerade im. Nicht, aber. Auf jeden Fall Betrieb. Airport Kraft, ja. Die trainieren Kraft. Okay, ich weiß gar nicht. Ist da schon was angekommen? Hatte ich da was bestellt? Noch nicht zumindest, wenn ich was bestellt hatte. Dann ist ja. Ja, Blumen habe ich bestellt, aber habe ich nicht hierher bestellt. Danke, Tyrell. Aber die habe ich ja nicht zum Flughafen oder nach Drassen bestellt. C'est bon. Okay. So, Betrieb, Kraft üben. Genau, das geht ja schneller in diesen Betrieben zu trainieren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die da schon habe. Das ist ja vor meiner Erkältung gewesen, dass ich die da hingetan habe. Plus 4 hat er. Das hat er nicht so ganz natürlich bekommen. Dann hätte er wahrscheinlich auch bloß plus 2. Vielleicht ein bisschen mehr. Sie hat schon plus 11, er hat plus 10. Ist er schon länger dabei. Okay. Vielleicht gebe ich mal eben auch das Geld wieder frei. Gut, ich muss Ihnen unsere. Ich danke. Bevor die sich wieder verbessern. Okay, genau, jetzt sollen sie erstmal schlafen. Der Flo auch gerne. Dann sollen sie danach noch ein bisschen weiter trainieren. Ich bin angekommen. Also, und du? Bist jetzt auf der falschen Seite, nehme ich an. Ah, wie von Sibirien. Ja. Bloodcats. Hatten wir noch nie, oder? Nur einmal in einem, also verbunden mit einem Bug. Das ist schön.
Okay. Nur einer? Wahrscheinlich nicht. Bei der heftigen Wunde? Vierfach. Wäre ja ungewöhnlich, wenn tatsächlich nur ein Blattkett hier wäre. Okay. Ich hab's. Der fallen lassen? Oh, Pelz und Klauen, na toll. Kann ich nicht mitnehmen. Klauen. Ich hab's. Kann ich noch mitnehmen, aber den Pelz natürlich nicht. Okay. Ah, wie von Sibirien. Der Typ. Okay, wie von Sibirien, ja. Bloodcats. So, sieht er mich schon? Sieht die Katze mich schon? Hat die mich gehört? Könnte natürlich sein. Ja. Nee? Anscheinend nicht. Okay, Moment, hat es... Nee, das hat keinen. Ja. Shit. Ja. Das ist schön. Klauen und Zähne. Kann ich auch nur noch Clown aufnehmen? Das war garantiert auch nicht die letzte hier. Kann ich mich jetzt hier ganz langsam durch... ...schleichen am besten? Okay. Allein ist es ja noch mal härter. Psst. Leise, Iggy. Wie von Sibirien. Okay, da ist einer. Ja. Okay. Schön. Nicht bäh. Du musst glücklich sein, Tyrawall. Schnee. Eieieiei. Ja. Das ist schön. Ja, das ist krass, finde ich auch. Sonntag dann wieder mega, mega warm. Da ist dann wieder richtige, kommt dann wieder richtige Weihnachtsstimmung auf. Achso, jetzt braucht er natürlich auch wahnsinnig viel Munition mit seiner. Okay. Mit seinem
Munitions... Adapter, so dass 100 Schüsse reinpassen. Okay. Ich muss ganz viel alleine machen gerade. Vorhin war Hamus verletzt. Na gut, Iggy war eigentlich auch verletzt, der war fast tot. Okay, aber ich scheine den Sektor... ...von den Bloodcats befreit zu haben. So wie es ausschaut. Oder zumindest... ...zumindest bin ich einmal drüber gekommen. Okay. Gut, wenn das so ist, dann, ja, dann Kanister. Machen wir das zuerst. Außer als würde ich den Laster sprengen wollen. So, passt alles rein? Wie viel? Halb voll. Okay, viel fahren können wir damit nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen was für den Bloodcat-Händler. So. So. Okay. Iggy ist nicht heil geblieben. Iggy hat mal wieder Verletzungen erlitten. War der Bloodcat-Händler nicht sogar hier? Ich glaube ja. Ja, war gar nicht so klug. War gar nicht so klug, da wegzufahren. Denn ich muss ja dort auch noch Sachen mitnehmen. Wobei, ich komme ja da wieder durch. Also es auch nicht so wild. Also ich kann mir schon den Wagen erstmal nehmen. Iggy, du sitzt noch gar nicht im Laster, ne? Rein mit dir. Wir fahren nach Alma. Auf geht's. Spritztour. Einmal speichern. Wir schauen mal, wie es den Miliztrainern so geht. Miguel. Ist okay. Und Konrad. Auch. Ich bin angekommen. Kommen doch miteinander klar. Als Miliztrainer sind sie anscheinend nicht der gleichen Gruppe zugeordnet. So wie es ausschaut. So. Und jetzt haben wir die ganze... Er hat noch diese Dragunov, die ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir noch irgendjemanden mit irgendeiner Scharfschützenfähigkeit? Scharfschütze ist natürlich doppelte Fähigkeit. Das dickgedruckte. Ich weiß gar nicht, was die abgeschwächte Variante davon ist, wie die heißt. Gucken, ob wir es vielleicht finden. Beitender.
Läufer. Okay. Auch nicht schlecht. Der SMG-Veteran und Blatt. Eis. Dann müsste ich ihm eigentlich auch noch ein MG geben. Da lag ja noch eins, ne? Das hier. Das besser ist als das Galil. Ach, ist gar kein Galil. Für ihn. Ach, das hat so wenig Reichweite. Das nehmen wir nicht. Das Steck kommt in Laster. Das kommt in Laster. So, hier ist noch so eine DSM-Weste. Die ist ziemlich gut. Ist mir aufgefallen. Okay, die hat keine Tarnung, aber ja, die ist auch ziemlich gut. Die hat aber nur 25 und die hat eine Panzerung von 29 und keinen AP-Abzug. Also die ist schon ziemlich gut. Verliert ein bisschen Beweglichkeit und sowas. Das ist halt nicht ganz so cool. Gut, aber das ist alles für den Händler. Können wir auch mitnehmen. Das können wir hier lassen. Auch erstmal in der Kombination. Händler, Händler, Händler. Die auch. Das habe ich jetzt schon zu viel. Mal gucken. So, und laden kann ich die natürlich auch noch. Bei Iggy natürlich auch neue Munition brauche. Ihn erstmal voll. Ein bisschen zumindest. Ja, mehr passt ja nicht. Okay. Und mach den Laster noch, die Gewehre noch voll. So. Okay. Kann ich auch erstmal laden. Liegt die Munition da nicht rum? Besser, denke ich, wenn die da. Kann man natürlich auch direkt anbringen. Der kann auch verkauft werden. So, dann nur Munition, ein bisschen Knicklichter und Granaten und noch etwas Benzin. Das füllen wir auch gleich noch ein. So. Ja, und vielleicht wie der Kollege von heute Mittag meinte, mache ich das Scharfschützengewehr auch einfach hier rein, damit es von niemandem geklaut wird. Macht wahrscheinlich Sinn. Ja, die Munition und so, das müsste ich eigentlich auch alles verkaufen, aber ich denke, andere Sachen sind erstmal wichtiger. So, dann ab
wieder rein in den Wagen und dann fahren wir nach... Wird gemacht. Rechts. Sicher ist sicher, richtig. Nicht, dass irgendjemand das mitnimmt. So. Ich bin angekommen. Sich dieses schöne Scharfschützengewehr schnappt von irgendwelchen Angreifern. Damit sammelt sich gerade wieder ein Trupp, der möglicherweise gleich angreift. Jetzt werde ich erstmal den Laster weiter füllen. Ach, alles lauter schöne unterschiedliche AKs. Sieht man auch, wie die anders aussehen. Okay. Hier ist noch ein langreichweitiges MG. Das könnten wir Konrad geben. Mal laden. So, ein bisschen... kann nicht mal stacken. Dann nehme ich die Munition raus. Ja, da geht's zumindest. Auch nur eins. Hosen. Hosen. Mehr Hosen. Mehr Hosen. Dann Helme. Dann Rüstung. Wie kommen die Waffen hin? Soweit, so gut. Noch eine davon. Noch ein Helmchen. Na toll. Wieder ein anderer. Noch eine Hose. Oder zwei. So, das ist erstmal alles so wichtig. Noch eine Hose. Dann hätten wir Gewehre. Können natürlich auch die Mündungsfeuerdämpfer anbringen, damit man die gleich mitnehmen kann. Macht doch total Sinn. Brauche ich ja gar nicht mehr alle. Wo ist denn die? Da ist die. Okay. So, das ist die Munition dafür. Dann hätten wir Munition für die. Für die AKs. So, und für die? Wo steht die denn? Ach. Der hat noch mehr Waffen. Millimeter Matchmunition. Die brauche ich auf jeden Fall für die Pistolen. Für die 9mm Pistolen. Und für die habe ich nichts. Okay. Ach, und ein Granatwerfer. Zwei Granatwerfer. Zwei Granatwerfer. Okay, das ist das Wichtigste. Nehmen vielleicht einen Mündungsfeuerdämpfer raus und guck mal, passt der
Passt der vielleicht hier? Passt der gar nicht. Also egal. Dann bleibt das so. So, Iggy bleibt jetzt aber nicht der Lastwagenfahrer, denn Iggy ist verletzt. Wir nehmen irgendjemanden, der irgendwas übt. Carlos ist am Üben. Wer übt denn noch? Vince? Nee, nur von den Leuten, die dort sind. Reparieren. Vince? Grizzly. Hamus. Carlos. Und Vince. Hier alle? Und Iggy ist schon draußen. Iggy ist jetzt Patient. Halt. Stimmt ja gar nicht. Ihr geht jetzt in den Laster. Iggy? Ja. Steigt erstmal aufs Dach. Denn wie ihr vielleicht schon gesehen habt, von rechts neben Alma bahnt sich schon irgendwie was an. Das sieht danach aus, als kämen dort wieder Truppen. Das heißt, die müssen sich auf jeden Fall schon mal in eine gute Position bringen. Das natürlich immer auf dem Dach. So. Und dann brauchen wir aber wieder Leute, die auch Doktoren sind. Wenn ich Vince mitnehme, Vince ist ja jetzt auch kein so ein super... Begleiter. Aber Vince ist ein super Doktor. Ist ja unser bester Doktor. Gleich mal gucken. Vince. Wo ist denn Vince schon wieder? Da nicht. Hier ist er. Nee, der ist nur Sanitäter. Wir haben keinen richtigen Doktor, ne? Wir haben nur Sanitäter. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Weil dann kann Vince ihn alleine heilen. Mit seinen 95 Medizinfähigkeit ist er natürlich auch ein super Sanitäter. Genau, und die Frauen können weiter Milizen ausbilden. So, und die im Laster fahren jetzt erstmal dorthin, um die ganzen Kleidungsstücke auszuladen. Genau, und ich vermute, dass die jetzt ja angreifen könnten gleich. Weil die ja schon da schon rumschleichen. Und ich schicke alle, die können, wieder ins Bett. Die alle fit sind. Wenn es weitergeht. So, Grizzly ist Fahrer. Oder was? Grizzly fährt. Okay. Sichern. Sind weitergegangen. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Pablo gewinnt an Erfahrungsstufen. Na gut, dass ich... Ach nee, der ist ja ein freier Söldner. Der kostet mich ja nix. Mal überlegen. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte gucken. Ah, okay. Die sind alle da drüben. Gut. Okay, ich gekommen, seine gut an.
Ich erwarte Anweisungen. Gut, wenn du erwartest Anweisungen. Ich hätte hier natürlich auch noch ein bisschen was einladen können. In ihr Inventar. Habe ich jetzt vergessen. Gut, ist so. Dann können wir jetzt die Kleidungsstücke wieder ausräumen. Möglichst auch aufeinander stapeln. Hier hat man ja einen ganz guten Überblick in diesem Mega-Inventar. So. Das sind alle Kleidungsstücke. Und hier kann man auch noch mehr übereinander stapeln. Okay. Genau, wegen den Sachen muss ich hier mal gucken, ob der gerade hier ist, der Händler. Sonst haben wir mehr Waffen. Zum Verkauf. Für die habe ich nichts. Aber hier habe ich was. So, schon voll. Und dann war doch noch diese eine. Auch nix. Okay. Jo. Okay. Gut, dann steige ich mal aus mit, keine Ahnung wem, Grizzly, sieht fit aus. Keiner in der Bar, der wichtig ist. Gut. Okay, aber der Laster ist ja noch halb leer jetzt. So fahren wir nicht weiter. Hier ist jede Menge Munition und anderer Kram. Das liegt da alles. Gut, das sind aber alles keine Sachen, die ich bei Toni verkaufen kann. Tatsächlich, eigentlich müsste ich nochmal zurückfahren. So wie es aussieht. Verrückt. Okay. Okay, wenn es so ist, fahre ich nochmal zurück oder nicht? Ich hole die Munition, die jetzt hier noch rumliegt. Nicht so wichtig. Hier liegt halt auch Munition rum. Kann ich auch noch einsammeln. Ja, hier liegen auch noch Sachen rum, die ich nicht behalten möchte. Okay. Aber folgendes. Ich muss jetzt mal auf Toilette. Von daher muss ich euch kurz vertrösten. Geh kurz auf den Pause-Stream und bin gleich wieder da, hoffentlich.
Pause-Stream, sage ich schon. Pause-Screen. Genau. Muss ich aber rausgehen, damit hier... So, bis gleich. Ich dachte, hier werden auch automatisch Clips abgespielt. Scheint nicht. Muss ich nochmal gucken, was ich da... Nee, da waren keine, genau. Muss ich nochmal gucken, was ich da... reinmachen muss. Vielleicht habe ich es auch nur noch nicht eingestellt, weil ich im Prinzip fast keine Clips habe bei Jagged Alliance. Weiß ich nicht. Ob ich mir das da mal gedacht habe in der Vergangenheit? Ja, okay. Also, zurück. Und ja, ich habe mich entschieden, dass ich die Munition mitnehme. Richtig. Darum ging's. Dann muss ich sie aufsammeln. Gut. Gut, das ist hier schon alles. Das ist hier erstmal schon alles. So wie es aussieht. Ja. So, falls du noch was gesehen hast, also die behalte ich. Brauche ich ja ständig. Und Match-Munition behalte ich auch, aber die grünen und gelben müssen jetzt nicht sein. So. Also, weiterfahren. Ansonsten habe ich, glaube ich, hier... Hier habe ich Munition, die ich nicht unbedingt brauche. Ah, hier auch jede Menge. Aber gut, wie gesagt, komme ich ja jetzt erstmal nicht hin. Ich bin da, wo ich sein soll. Erstmal in den Nebensektor. So, und hier liegt diese ganze... So viel da brauche ich davon nicht. Und in den anderen Sektoren liegt ja auch noch solche Munition rum. Würde ich sagen... Davon teile ich. Oh, nehme ich ordentlich mit, würde ich sagen.
Kann ich noch lagern? Die Stange habe ich rausgenommen, leider. Gut, und jetzt Leuchtspur müssen wir auch nicht haben. Behalte ich lieber davon noch ein bisschen was? Da. Ach, eigentlich ist es Quatsch, davon gibt es so viel. Genau, und dann nehme ich sogar noch ein paar von denen mit. Weil auch von denen habe ich ja massenhaft. Gut. So, voll gemacht, den Laster. Jetzt lohnt sich's eher und jetzt fahren sie zusammen da hoch. Yes, okay. Einmal sichern, bevor hier ein Bloodcat-Angriff kommt. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ich warte auf einen Befehl. Fix und fertig. So, jetzt werden auf einmal ganz viele fertig. Die sind fertig mit ihrer Miliz. Die anderen beiden noch nicht. Ja, trainiert mal noch. Achso, aber da liegt auch ganz viel in den Sektoren rum, was auch noch kaputt sein könnte. Ah, das muss ich mir dann wieder merken, dass es da liegt. Den reparieren? Denke schon. Dass da Sachen bei Chris liegen, die repariert werden. Den Rest kann man, glaube ich, nicht reparieren. So, Türerball, merkst du dir das mit? Da liegen Sachen bei Chris, die repariert werden können. So, bei Alex können auch Sachen tauschen. Die hat... Was hat sie noch? Die auch alle repariert. Sehr schön. Hätten wir jetzt welche weitergeben können an die drei, die gerade durchgefahren sind. Zu spät. Waffe ist eine Munitionstasche. Gut, haben wir auch genügend dort. bis es repariert ist. Dauert wahrscheinlich nicht lange. Kann sie tatsächlich immer nur eine Sache gerade haben? Das ist ja nervig. Also sie hat kein Headset. Das ist gerade weggefahren, das Headset. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie kein Headset hat. Okay. Die sind jetzt alle heile, dann sind die eben alle heile. Sie hat den kaputten auf. Dann kann sie den gleich noch mitreparieren.
Minus 6 AP. Okay. Gut, dann soll sie das jetzt erstmal wieder reparieren, was sie da gerade hat. Kann sie weitermachen. Ich bin da, wo ich sein soll. So, du bist da, wo du sein sollst. Schmeiß ich das jetzt hier alles auf die Straße? Da klaut ja keiner was. In San Mona. Geht eigentlich. Dem Sektor. Diese AEK rum. Okay. Okay, gut. Lass da. So, das geht alles raus. Das auch. Das ist die mit der kurzen Reichweite, ja. Alles Verkauf für den Verkauf. Diese ganzen vielen Waffen, die nicht. Kommt rein. Die sind noch nicht repariert, aber auch nicht schlimm. Nehme ich jetzt mit. So, die Munition kommt in den Verkauf. So, das ist seine. Das ist seine Waffe. Da können wir gleich mal gucken, ob es vielleicht eine bessere gibt. Lädt denn die Lapua? Lädt auch diese Munition. Die hat, glaube ich, auch Pablo noch im Inventar. Aber auch nur ein Magazin davon. Okay, dann hat er ein Lasermodul, das ist fertig repariert. Dann hat er diese Parker Hale. Zwei Visiere. Natürlich vergessen, für ihn Munition mitzunehmen. Wie das immer so ist. So, und er muss Waffen reparieren. Und Granaten reparieren. So, die können auch mit. Quatsch, die können ja auch mit. Die muss er gar nicht reparieren. Könnte er reparieren, muss er aber nicht. So, aber hier sind noch andere Sachen. Kaputte Waffen. Die müssen ja repariert werden. Genau, das ist sein Zeug. Sein Messer ist das nicht. Oder doch? Das ist sein Messer. Der sollte das Zielmesser abgeben. Und reparieren. Okay. Können wir ihm noch ein bisschen Munition zum Verkauf zustecken? Könnte er auch jetzt noch verkaufen mit dem alten
Stimmt, die Munition sollte er sogar jetzt noch verkaufen. So, und dann... Was lädt das Gewehr? Sachen bei Chris noch zu früh. Danke dir, aber ist noch zu früh. Das wird dann, ist dann wichtig, wenn die alle wieder rot leuchten, weil sie mit ihrer Reparatur fertig sind. Die anderen. Ah, das ist nochmal besser, weil das auch mehr Modifikationsslots hat. Genau, und das hier ist alles zum Verkaufen. Ist da irgendeine Waffe voll repariert? Die Kalaschnikow ist voll repariert. Die Spass, der Granatwerfer. Da muss ich auch mal gucken. Seine AEK. Ist das Galil besser? Nee, das ist kein so gutes Galil. Nee, der bleibt bei der AEK. So, das ist alles repariert. Die könnte er sofort verkaufen und die Munition könnte auch er auch sofort verkaufen. Und die Modifikatoren, die da dran sind, sind auch alle egal. Könnte höchstens... Hier noch Mündungsfeuerdämpfer draufschrauben. Nö, da nicht. Da die heile sind, verkaufe ich sie mit. Ja. Okay. So, ist noch was bei Pablo im Inventar, was er verkaufen wollte? Also ja, Sachen, die er verkaufen wollte, aber nicht Sachen, keine Sachen. Mal gleich mal tauschen. Ich finde die wieder, aber die sind ja... Ja, die sind ja alle heile und haben Modifikatoren dran. Okay, die müsste ich finden. So, und das sind die Sachen zum Verkaufen. Sogar in Hand behalten. Er könnte so eine Igel-Dingens brauchen. Oder ist hier ein Schalldämpfer drauf? Ist gar kein Schalldämpfer drauf. Gut, Pablo. Ja? Hallo, Toni. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ich hätte so ein paar Sachen für dich. Lass mal sehen, was wir hier haben. So, nicht, dass ich die AEK verkaufe. Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Also, und dann noch diese. Und die auch noch. Sollte das Geschäft ist perfekt. Alles nehmen. Noch etwas. Sehr gut. Er müsste ja mehr als genug Geld gerade haben.
Zwar, weil ich ja massenhaft bei ihm gekauft habe. Also für massenhaft habe ich nicht gekauft, zeig aber mir, lass mal sehen, für einen hohen haben. Preis habe ich bei ihm gekauft. Das hat einigen Wert. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Das läppert sich bei der Munition. Das ist ganz schön viel Geld, was die Munition gibt. Zeig mir, woran du... Zack. Lass mal sehen, was wir hier haben. Zack. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist perfekt. Noch sehr gut. Bin gleich wieder da. Das geht schnell. Zeig mir. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Yes. Das Geschäft. Sehr gut. So, und jetzt müsste ich eigentlich schon haben, ne? Ja, vielleicht noch nicht. Doch. Passt alles rein. Zeig mir, woran du Interesse... Lass mal sehen, was Nein. wir hier haben. Das nicht. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. So. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Sehr gut. Und jetzt kann er noch Waffen zum Reparieren aufheben. Das seine IK, dann ist noch seine Pistole. Ja, was soll's. Soll er erstmal die anderen Sachen nehmen. Erstmal die richtig kaputten Waffen reparieren. Vielleicht. Eigentlich wäre es besser, erstmal die fast heilen Sachen zu reparieren. Damit ich die vielleicht heute noch verkaufen kann. Tja, sowas fällt mir immer in dem Moment ein, wenn ich schon alles fast fertig habe. So. Okay, das sind die fast heilen Sachen. Mündungsfeuerdämpfer. Mündungsfeuerdämpfer. Haben. Oh, schau mal an. Auch noch verbessern. So. Gut. Reparier weiter. Mit dem Rest aus deinem Köfferchen. So, der Laster ist so ein bisschen voll. Sind 4 Stunden um. Jetzt muss ich mal kurz bei Rise of Cultures reingucken. Da haben die doch bei Rise of Cultures tatsächlich eine 4. Stufe der Gildenexpedition veröffentlicht. Der Quasi-Gildenexpedition. Schatzsuche heißt die. Oder Schatzjagd heißt die bei Rise of Cultures. Aber die Schatzjagd dort funktioniert halt ganz anders. Man kann da nicht einfach alles freikaufen mit irgendeiner Währung, die niemand braucht, wie Medaillen bei FOE,
Und dann mal schnell eben da durchbrettern durch die Schatzjagd. Das klappt leider nicht. Dafür gibt es aber eine neue Banditenjagd. Wurde das schon angekündigt? Scheint nicht so richtig. Muss ich mal eben machen. Genau, und das macht es jetzt natürlich sehr stressig, weil man immer auf diese Token warten muss, damit man da weiterspielen kann. In der Schatzjagd. Und gleichzeitig braucht man diese Token auch noch, um die Stufen freizuschalten. Das ist auch nicht mit Ressourcen, von denen man viel hat. So wie Güter. Das heißt, es ist dort erheblich komplizierter. So, hier wurde es angekündigt. Okay. Dann ist gut. Okay, haben wir alles mitgenommen. Müssen wir mal schauen. Wobei ich natürlich schauen kann, bei denen direkt. Er hat zum Beispiel diese Vika. Die braucht er nicht wirklich. Diese Waffe. Die könnten wir im Grunde auch verkaufen. Er hat schon eine Waffe mit relativ wenig AP. Und was eigentlich besser für ihn wäre, wäre noch ein Scharfschützengewehr. Weil mit der schieße ich nie. Könnte man sich jetzt auch alles noch angucken. Okay. Okay, dann mache ich das gleich. Im Laster. Vielleicht das schwächste Scharfschützengewehr, das wäre dieses. Dafür hatte ich jetzt keine Munition gesehen, da muss ich mal gucken. Hat natürlich auch wenig Sinn, wenn ich ein Scharfschützengewehr ihm gebe, was keine Munition hat. Aber ist auch nicht weniger sinnvoll als eine Waffe, mit der er nie schießt. Also können wir das auch so machen erstmal. Dann gucke ich mal, welche Munition ich dafür brauche. 7,62er mal 51. Gucke ich mal eben bei Toni. So, und again habe ich wieder etwas zum Verkaufen. Da noch eine Vika, ne? Lass mal sehen, was wir hier haben. Baumelt denn da dran? Das wollen wir nicht verkaufen. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Nee. 12,7. Noch mehr davon. Das ist es auch nicht. Das ist mal 37. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ganz viel 9mm, das habe ich ihm alles verkauft. Nee, hat er nicht. Das hat einigen Wert.
nicht. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Der nicht. Okay. Sehr gut. Die habe ich abgelegt. Genau, und das ist noch von Grizzly. Kleines Zielfernrohr. Der wird da wohl nicht drauf passen, der Schalldämpfer. Tut er nicht. Pablo könnte das nehmen, im Zweifel. Ach nee, der hat ja hier. Aber könnte es trotzdem nehmen. Dann mal die Waffe laden sollen. Der hat auf der SIG noch kein. Kriegt es Pablo. Das geht da nicht. Muss ich erst der Pablo geben. Dann kann ich es anbauen. Kann ich das zurücktauschen. So. Jetzt aber. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich muss ja noch die anderen angucken. So, Hamus. Hamus hat, glaube ich, 2 Gewehre mit guten Reichweiten. Da muss ich nichts tauschen. Der kann auch die Remington behalten. Remington ist auch gutes Gewehr. So, dann Carlos. Carlos hat noch eine Scout. Ist okay. Ich habe jetzt im Laster halt auch nur Scharfschützengewehre. Bessere. Ich glaube, bessere Zielfernrohre. Mal 4, mal 10. Machen wir lieber da mal 4 drauf. Dann ist mal 2er wieder ab. Mal 4, mal 2. Das ist ein bisschen die Frage. Es muss ja auf die Reichweite der Waffe auch passen. Darf nicht zu kurz sein, die Reichweite dann. Okay, und wer ist noch? Grizzly Paar. Achso, das sind nur die 3 in dem Laster. Es könnte sich natürlich eher selbst ein besseres Scharfschützengewehr noch geben. Brauche aber auch nicht. Ist okay, ist gut. Lass es so. Ich lasse es jetzt so. So, jetzt ist er aber mit Reparieren wieder beschäftigt. Und der Lastwagen fährt zurück erstmal zu Alex. Ich könnte hier natürlich den Sammelort machen. Macht wahrscheinlich Sinn. Ja. Ich fahre erstmal hier hin, um noch Sachen mitzunehmen. So, sie kann. Fix und fertig. Ich bin soweit. Jetzt. Ich hab's mir gemerkt.
weiter trainieren. Wir haben 3 Uhr. Solltet noch mal schlafen, aber das klappt auch gut, denke ich. Alma H14. Ah, die brauchen lange. Ja, wenn sie schon noch mal hinkriegen. Okay. Also Chris hatte jetzt die Sachen im Inventar, die ich repariert habe. Und jetzt tue ich sie wieder raus. Und die Schere. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich eine Zigarrenbox oder sowas reparieren kann. Oder irgendwas von dem anderen Zeug. Vielleicht das Stahlrohr. Kann ich alles nicht reparieren? Nee. Sag ich ja. Okay, der Rest ist Munition. Und das kann man auch nicht reparieren. Doch, das kann man reparieren. Ach, dann repariere ich das noch. Und wer blinkt jetzt noch? Niemand? Nee, die haben ja fertig die Milizen trainiert. So, alle nochmal ins Bett. Arbeit fertig. Was als nächstes? So. Sprengstoff, macht das Sinn? Nicht wirklich. Da halt fast fertig. Gut. Die können wahrscheinlich jetzt alle nicht schlafen. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Weiß aber, was tun. Und zwar guckt ihr nochmal durch den Laster durch. Was wir noch mitnehmen können. Ich kann natürlich Baumaterial da lagern und Munition in dem anderen Sektor lagern. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man das ein bisschen getrennt macht. Und dieses ganze Material, woraus man Dinge bauen kann, ja, wenn man sie denn nicht mitnimmt. Meine Hosentasche frei. Ach. Denn hier ein bisschen Reparaturfähigkeit. Meinst du wirklich? Jawohl. Die werden ja wohl eine Schnur durch eine Cola-Dose ziehen können. Hat geklappt. Großartig. So. Murmeln. Energiebooster. Zack, okay. Passt erstmal. Haben wir irgendwas Fertiges? Nee. Fehlt irgendwas. Ach, ja, ich weiß was. Klebeband. Gut, das haben wir alles rüber. Okay, ich gekommen seine gut an. Ich erwarte Anweisungen.
Wieder Laster. Genau, sie hat noch keins. Laster, wir können auch die Brille tauschen. Dann repariert sie die nämlich. Wir könnten, naja, das ist sogar heile. So, ansonsten, was hat sie für Ausrüstung? Auch so ein doofes Gewehr. Niemand braucht. Warum hat sie denn noch solche Munition? Mal 51, das ist doch die. Das ist doch die Munition, oder? Für das Gewehr von Grizzly. Ja. Gib mal her. Haben wir davon nicht noch mehr im Laster? Haben wir. Nur umkonvertieren. Das ist die NATO-Munition. So, okay. Hat er. So, dann hatten wir den Inhalt vom Laster. Da ist Munition dabei. Die Raketen sind anscheinend im Laden. Doof. Dann ist hier noch so ein Messer. Die hat keine Probleme mit Gewicht. Das nehmen wir weiter mit. Hier von den Raketen. Mörsermunition. Lager ich erstmal hier. Putte Mörsermunition. Vielleicht getrennt. Getrennt noch aufheben. So, das kommt weiter mit. Ich guck mal eben wegen dem. Alex hat keine Waffen mehr. Die habe ich anscheinend verkauft. So wie es mir scheint, habe ich die verkauft. Gut. Oder so. Gut, so schlimm ist es nicht. So gute Waffen waren es nicht. Das
doof, dass die gleiche Munition haben. Okay, das wird jetzt hier gelagert. Das kann im Laster bleiben, das kann auch verkauft werden. Das ist die. Ja, weiß ich nicht. Kann sie auch behalten erstmal. Gut, fahren wir rüber. So, und gleich ist 6. Dann kommt 7 und dann kommt 8. In Ordnung, das ist erledigt. Ich bin fertig. Großartig. Wir haben jetzt alle zusammen so ein klitzekleines Schlosser-Set repariert. Teamwork, würde ich sagen. Ziemlich gutes Teamwork. Und wir können jetzt schon mal das Team wählen, was wir gleich zum Angriff nehmen. Jetzt 4. Tja, eigentlich egal. Wird gemacht. Hier. So, die beiden trainieren noch Miliz und das sind auch die letzten Verbleibenden. Okay. Gut. Ich bin angekommen. Ich habe jeden einzelnen Käfer auf den Weg hierher gefressen. Und es gab viele davon. Guter Mann. So, jetzt können wir noch mal gucken. Einige davon reparieren doch so gerne. Ja, ich weiß. So, und du kommst in Trupp 2 mal eben, du auch. Und ihr lernt irgendwas Schönes. Hier gibt es einen Betrieb. Und eine Shooting Range. Nice. Nice. Wen kann ich denn in diesen... Das könnte ja nur jemand sein wie mit hoher Führungsqualität, oder? Military Headquarters. Das geht. Chris. Mach mal. Ich weiß zwar nicht, was es ist, was es bedeutet. Wir machen es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ob irgendwas passiert. Okay. Haben alle was zu tun? Irgendwie nicht. Was mit euch? Habe ich nicht gesagt, ihr sollt Treffsicherheit üben? Betrieb? Treffsicherheit? Ach, macht er nicht. Cool. Hello. Ah, oh, no, I don't want. I don't want a promotion. Tyrawal, könntest du mal bitte
einen Knopf drücken, um Werbung zu entfernen. So, jetzt habe ich alle. Ja. Ganz gemütlich, Bloodraven. Ganz gemütlich und immer gut durchdacht. So, jetzt kommen nochmal alle ins Bettchen. Ich danke dir, Tyrawal. Ich sehe das leider im OBS-Studio nicht. Wenn du was entfernt hast. Bei Twitch fliegt es ja dann raus. Ja, ich hätte es Tyrawal auch geglaubt. Alles gut. Genau. So, gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Da ist die Sonne angegangen. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt können wir mal gucken. Naja, die machen ja noch Milizen. Aber die sind eigentlich auch... Wo sind sie denn? Die sind schon fast fertig. Dann warte ich noch die Stunde ab oder so. Ach, Darts. Heute ist Dart. Oder 2 Stunden. Nee, die sind jetzt fertig. Die sind jetzt fertig. Ich warte auf einen Befehl. Ich lerne schnell. Nee, ihr stoppt jetzt. Wir trainieren nicht weiter. Sondern. Halt. Erstmal trefft sich halt noch gar nicht so super. Sondern ein bisschen üben. Ist eigentlich schon gut. Auch Quatsch. Da müsste ich mal Vince eine Weile lassen vielleicht. Treffsicherheit üben. Und Gampi runterholen und Biff und Flo. Was auch immer die da oben machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was bestellt hatte bei Bobby Race. Ich kann doch mal gucken, wenn ich eine offene Bestellung habe. Dann steht sie doch noch da. Wo steht die denn? Bei Stellen? Ich habe keine offene Bestellung. Okay. Frage ich mich, was die da oben machen. Könnte sein, dass ich den Kopfgeldhändler abpassen wollte. Bin ich mir nicht sicher. Ich könnte natürlich mal was bestellen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich habe ja ein bisschen Mangelware. Nicht mehr viel. Ich werde mal wieder was bestellen. Ich muss erstmal gucken, wie die Munition heißt. Und zwar die Munition für die Waffe, diese neuen Scharfschützengewehre. Wo ist Chris? Chris. Die heißt 338er Lapua. Ich hoffe, Bobby Race hat die. Müsste ich ja eigentlich erkennen. Schon am Bildchen, meine ich.
Schade. Kann man auch da sortieren. Dann hat man nicht ganz so viel zu klicken. Oh, das ist... Na gut. Ja, das tatsächlich nicht. Hat er tatsächlich nicht. Schade. Ja, das ist natürlich dann wirklich so eine Sache. Gut, gehen wir mal in den Secondhand-Shop. Mal durchblättern. Gut, Waffen. Waffen sind wurscht. Munition bei Secondhand. Nicht Secondhand. Ja, das ist nicht Secondhand. Der springt da zurück. Rüstung auch nicht. Gebraucht. Ach so. Geht nicht. Es kommt eh alles hintereinander. Okay. Ja, wir könnten halt noch ein paar gute Taschen brauchen. Bisschen Trageausrüstung zusätzliche. Ah, das ist natürlich die Frage, was? Granattasche ist immer nicht verkehrt, denke ich. Magazin und Granate ist sicherlich auch nicht verkehrt für die Beine. Nehmen wir die mal. So. Und von diesen sind manche ziemlich gut. Und zwar, wenn die so einen Aber welche sind das? Hier ist ein Pistolenholz damit dran. Egal, ich nehme das mal. Protektoren. Gute Protektoren. Der zweiten Generation. Okay. So, dann gehe ich nochmal über sonstiges. Trageausrüstung. Auch immer nicht schlecht, diese Doppelmagazintaschen. Einmal Gewehr, zweimal Granate. Jeden Fall auch nicht schlecht. So, und die Tims Sachen. Weil die sind
Einfach unschlagbar, diese Kampftaschen-Kombo. So. Bestellen, und zwar nach Drassen. Über Nacht, ist okay. Geld spielt keine Rolle. Los geht's. Jetzt haben sie endlich mal einen Sinn, dass sie da stehen. Würde ich mal sagen. Okidoki. So, und dann wollte ich gerne noch eine zweite Bestellung machen. Und zwar. Nee, ich warte erstmal. Ich warte noch ab. Okay. Gut, dann waren wir dabei, einen Trupp zusammenzustellen. Aus Konrad. Ungern Miguel. Ich nehme mal so ein neues Team. Trupp 2. Konrad, Miguel. Barry. Eins wäre halt... Da kann er schön lernen. Der kann er noch schön lernen. Barry kann auch noch gut lernen. Kann er doch nicht. Ach so, sind schon zu viele auf der Shooting Range. Daran liegt's. Wer ist denn auf der Shooting Range? Vince ist auf der Shooting Range. Mad Dog. Dimitri muss gar nicht unbedingt. Und Trevor eh nicht. Trevor kann nach Trupp 2. Und Miguel geht mal noch mit ins Military Headquarter und macht da irgendwas. Nee, geht nicht. Kann nur einer. Miguel wäre halt noch besser geeignet. So, wer ist denn jetzt hier in Team 2? Die 4. Nehmen mal noch. Reicht ja. Oh, nee, das ist ein Fragezeichen. Reicht nicht mehr. Da hat sich was getan. Vielleicht. Nicht. Ich bin besser geworden und... Können wir die Verträge verlängern? Gut. Sie haben auch Grund... Soll die wieder teurer werden? Ich fühle mich geehrt. When you frogs, because you... Ich habe mich sehr... Ja. Das hört sich gut an. Super, hast du dich verbessert. Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? 80.000, wow. Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Ist denn jemand dabei, sich bald wieder zu verbessern? Ja. Es ist immer gut, am Ball zu... Ja. When you frogs become... Machen wir gleich noch, packen wir gleich noch eine Schippe drauf. Haben wir gerade mehr als genug. Gut. Bisschen angleichen. Das hört sich gut an. So, das ist das Geld mal wieder ein bisschen auf einem normaleren Level. Okay. So, bereit. Ab geht's.
Holen wir uns Miliz als Verstärkung mit runter. Halte mal. Was ist denn mit denen? Die können ja auch noch mitkommen. Trevor ist... Der muss doch eh reparieren. Der kann gar nicht mitkommen. Er könnte auch noch reparieren. Wie gewonnen, so zerronnen. So, egal. Chris ist nicht müde. Konrad ist auch nicht müde. Aber ich würde die gerne erstmal rüberkommen lassen. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Da sind sie ja schon. Ja. Grizzly. Amus. Carlos. Carlos soll üben. Üben, üben, nochmals üben. Besser eher als... Wie? Und wer ist noch im Laster? Ist noch jemand im Laster? Ich habe doch drei rausgeholt. Der Laster ist der. Der Trupp besteht aus 5. Das ist gut. Das Fragezeichen ist weggewandert. Jetzt geht's endlich los. So. Jetzt geht's endlich los. Wir holen uns den Sektor I-13. Von nur 4 Gegnern, hoffe ich, dass wir uns den holen. Dann nehme ich nicht die Miliz mit, wenn wir da zu 5 runtermarschieren. Nein. Verräter in Gegend. Könnte natürlich sein, dass die vom Fragezeichen da gleich dazukommen. Wenn ich jetzt hier angreife. Gut, dann ist das eben so. Interessantes Gebäude. Komm schon mal nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir jemanden mit einer Drahtschere dabei haben. Ich glaube, wir kommen gar nicht rein. Vorsicht, Scharfschützen. Kommt man an den Zaun? Also ich könnte natürlich den Zaun aufsprengen. Das ist immer eine Option. Vielleicht hat auch irgendjemand einen Scharfschützen. Ach Quatsch, einen Scharfschützen. Eine Drahtschere dabei. Aber hat niemand. Ich könnte mit einem Granatwerfer den Zaun aufsprengen. Das ist dann aber ganz schön mit Kanonen auf Spatzen. Aber habe ich eine andere Wahl?
Habe ich nicht. Hier komme ich, glaube ich, auch durch den Zaun. Hier ran. Zumindest zwei Felder nebeneinander. Ohne Bäume. Ist sehr ungünstig. Das hätte man vorher wissen müssen. Das hätte man vorher wissen müssen. Ich habe eine Idee. Ja, die Rucksäcke ablegen, klar. Würde ich jetzt auch machen. Ach, er hat noch Klebeband. Ja, toll, der hat Klebeband. Ich habe mit dem Murmeln mitgenommen. Aber ist Klebeband nicht dagelassen. Bei dem Baumaterial. Ich muss mal kurz googeln, ob es da noch eine Möglichkeit gibt. Jagged Alliance 2 Zaun. Reparieren? Nee. KCB-Messer. Was ist denn das KCB-Messer? Das kann das auch. Er hat gar kein Messer. Hier. Gib ja. Wasser. Ja. Gib Wasser. Ja. Bowie-Messer? Ich habe halt nur diese Rambo-Messer hier. Die machen halt ordentlich Schaden. Und sind was für Leute mit Kraft, die schwere Messer mit sich rumtragen können. Wer braucht eine Drahtschere? Nimm eine Handgranate. Genau. Ja, anscheinend. Mit eines der wichtigsten Gegenstände, ja. Nur ist es spät. So, egal. Müssen wir durchprobieren, ja. Würde ich sagen.
Gib Wasser. Er hat jetzt zumindest schon mal eine Handgranate zur Verfügung. Hat hier irgendjemand Granatenskill? Ich glaube, er ist ganz okay. Guck gleich nochmal. Ja. So. Personal. So, er natürlich nicht. Grizzly ist Grenadier. Das heißt aber nicht Granate, sondern Granatwerfer. Aber auch mit Granatwerfen. Okay. Gut, dann ist Grizzly ja der richtige Mann dafür. Ich denke, bei den anderen haben wir eher schlechte Karten. Iggy ist Artillerist. Das heißt Artillerist, Granatwerfer, Raketenwerfer. Der hat auch Granatwerfen ist nicht Granatenwerfen. Mehr Schaden. Ja, na dann sollte er das vielleicht machen. Also am ehesten. Macht zumindest mehr Schaden damit. Mit Granaten, Bomben, schweren Waffen. 60%. Dann müsste ja eigentlich auch so ein Zaun eher kaputt gehen. Sag ich mal so. Konrad. Nischt. Stimmt nicht. So, Hamus. Schleicher. Okay, dann kriegt Iggy die Granate. Und dann machen wir uns ganz leise mit einer Granate. Gib Wasser. Mit einer Präzisionshandgranate. Ein Löchlein in einen Zaun und dann schleichen wir uns weiter an. Ja. Klingt das nach einem Plan? So. Wie war das mit dem Schleichen? Alle schleichen? Alle schleichen jetzt. Alle runtergehen und alle schleichen. Alle schleichen. Genau, erstmal zum Zaun. Schleichen. Wie gesagt, hier ist... Nee, wo ist die Stelle? Hier. Zwei nebeneinander. Okay. Versuche ich es erstmal da. Achtung, Scharfschützen hieß es. Hier sieht auch ganz gut aus. Irgendwie. Oben. Noch mehr Verräter. Verräter, okay. Ja, wenn ich jetzt hier schon angreife, dann sieht er mich natürlich. Wollen wir eigentlich nicht machen. Ja. Kommt mal langsam. Runtergeschlichen. Okay. Alle zusammen. So, hier ist die Stelle, ne? Ja. Weiß halt nicht, ob von der anderen Seite nicht überall Bäume sind. Sieht hier nämlich so aus. Okay.
wird gemacht. Jawohl! Ja. Dass alles ruhig ist. Speichern wir da einmal. Okay. Gehen noch näher ran. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Es geht los. Okay, da ist einer. ¿Qué pasa? Wir müssen uns erstmal um den kümmern. Hier. Er sieht nichts durch die Bäume durch. Ja. Okay. Ja. Egal. ¿Qué pasa? Er hat sogar einen Schalldämpfer drauf. Wollen wir mal versuchen, ob das was bringt. Wenn ich nur mit ihm schieße. Also wenn da irgendwas gelebt hat, jetzt sicher nicht mehr. Nachdem, was es jetzt für eine Senfgashölle ist. Frag ich mich, was es bringt. Ja. Und jetzt... Hilft halt auch nicht. So. Ja. Der ist näher an den Zaun rangegangen und wir sehen ihn nicht mehr. Er ist aber so verletzt, dass er schreit vor Schmerzen. So, wenn ich jetzt mich mit ihm hinstelle, kann ich bis ranwerfen an den Zaun. Granate. Ich versuch's mal. Das war schon mal nix. Doch, wir kommen durch. Es hat ein Loch in den Zaun gemacht. Ja. ¿Qué pasa? Ja. Hier. ¿Qué pasa? Dann versuche ich es mal. Und ich weiß, der es muss hier gleich sein. Okay. Ich krieg hoffentlich gleich eine Unterbrechung. Oder hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Der ist da oben hingewandert. Chris hat auch.
Okay. Gib Wasser. Hier. Ja. Verteilen? Ja. Ja. Da waren es im Grunde nur noch drei. Genau, der ist ja schon am Sterben. Ja. Geh Wasser. Gehen wir rein. Geh Wasser. Muss als erstes wählen. Jawohl. Gib Wasser. Halte deines Amtes. Ah, Sissi, ich gut. Ich gefunden. Beweglichkeit und Geschicklichkeit sind zugewonnen, weil er einen Hieb mit dem Messer gemacht hat. So, wenn ich jetzt da hochkrabbel, dann sind da bestimmt gleich welche. Weil ja vor Scharfschützen gewarnt wurde. Wo sollen die sein, wenn nicht auf dem Dach? Lass erstmal wieder in den anderen Modus. Ja. Was ist denn jetzt hier gedroppt? Eine Codekarte und ein Schlüssel. Was für Chris? Für Chris Schlüsselsammlung. Die gleiche Codekarte nochmal. Die Schlüssel wieder. Ach. So, der Schlüssel sieht auch aus, als hätten wir den schon mal gehabt, aber ist nicht so. Vielleicht die Codekarte für Tixa oder sowas. Fürs Gefängnis. Ja. Dann gleich mal einmal hier rüber. Gepasse. Ja. Okay. Ja. Ja. So, und als erstes schicke ich Chris hoch. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ich höre was. Chris hört was von unten, dann müssen die ja drinnen sein. Gepasse. Hat nicht wirklich Sinn, dass die da Granaten zünden. Schon gar nicht, wenn sie drin sind. Okay, da ist niemand. Granaten. Senfgas. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Nicht mal. Ja, genau. Das wollte ich. Zumindest ist da niemand am Liegen. Ja. Dann können ja alle hoch. Hier. Ja. Gib Wasser. Nee, es macht nur dann Sinn, wenn sie da Senfgas machen, wenn dann in dem Moment... Ich hör was. Wenn in dem Moment auch jemand von mir drin ist. Und dann gleich eine Ladung Senfgas abbekommt. Ich weiß nicht, ob das so eigentlich gedacht ist. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Jawohl! Und dass das immer durch einen irgendeinen Bug früher gezündet wird? Ich höre was. Jawohl! Habe Feind in Sicht. Na. Schau mal an, wer bist du denn? Gepasse. Hier.
Übungsmaterial für... Eigentlich für Amus. Jemand üben muss, dann ist er das. Stirbt. Hier. Du zielst mal dahin. Deckst das ab. Ja. Zielst mal dahin. Deckst das ab. Ja. Chris und Iggy achten auf die Ecke. Ja. So, Chris hat zweifach. Deswegen ist die Sichtweite sehr begrenzt. Der braucht, glaube ich, mal ein besseres... Ein besseres Fernrohr für seine Colt. So. Gib Wasser. Er ist dann weit mit. Ja. Er wäre weit. Er wäre auch weit. Mit Beweglichkeit. Ja, versuchen wir es mal wieder. Gleichen. Ich tue, was ich kann. Was ist das? Okay, die Erfahrungsstufe ist gestiegen. Und die Tür ist offen. Habe ich jetzt schon vermutet? Ja. Ja. Okay. Ja. Ich höre was. Ja. Weit sind sie sicher nicht weg. Weiß ich nicht, ob das auch offen ist. Geh Wasser. Sie hört laut von unten. Es sind ja nur noch zwei. Ja. Okay. Befehle fangen! Ich höre was. Leise von unten. Konrad. Hier. Laut direkt unter ihm. Da unten reinschauen. Wie nicht. Jetzt. Ich höre was. Geh so rein. Na doch. Kann er ein bisschen. Ich glaube, wenn ich eins rüberrolle, müsste ich da noch besser reingucken können. Nein, nicht wirklich. Okay. Egal. Ja. Okay. Ich höre was. Gib Wasser. Sieh. Nee, dann bleibst du hier. Gib Wasser. Ich hätte ihn gerne mit drin. Gut. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Sch, ein Geräusch. Okay, wir haben gespeichert, dann gucken wir mal rein. Könnte einen Blick wert sein. Sehen.
pasa? Er ist im Nebenraum. So, und die beiden? Ja. Die Tür ist wahrscheinlich noch zu. Ein Geräusch. Ja. Okay, die Tür ist noch zu. So wie die anderen Türen auch. Gut, dann mache ich sie mal auf. Ja. Zu sehen. Ja. Okay, da ist einer. Ein Geräusch. Wer schon mal gesehen? Konrad hört von unten. Also hier ist der andere. Wahrscheinlich sind die hier zu beiden Seiten. Ja. Dem Raum nicht. Ja. Ja. Leiser. So, Chris kann auch verdammt mal aufmachen. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Okay, die Tür ist gesichert und er ist jetzt kein Sprengstoffexperte. Überhaupt nicht. Ja. Haben wir dafür jemanden dabei? Ich glaube nicht. Und höchstens Konrad. Der kann das recht gut, so wie es aussieht. Hört Konrad hier rüber? Ich höre was. Gepasse. Dann muss mit hier rüber. Gehen die sich jetzt gegenseitig? Natürlich. So, du deckst Konrad. ¿Qué pasa? Hier. Ja, mit 68 Sprengstoff sollte er das vielleicht auch entschärfen können. Verdammt und zugenäht! Verdammt und zugenäht. Jetzt Aufmerksamkeit dort? Ja. Ja. Puh, erschreckt. Ich wusste nicht, dass das eine Gittertür ist, durch die der Gegner einfach durchgucken kann und durchschießen okay kann. Es geht los. Okay, ja, jetzt geht's los. Jetzt ist auch Schleichen egal. Du kannst verdammt gut treffen. Aber sehr wenig effizient. Und wir müssen noch zur Seite. Kostet 8. Ja. So, du deckst dort. Gepasse. Du rennst mal eben hier runter. Dich brauchen wir da auch gleich. Gepasse. Gut. Der kommt also nicht näher an die Tür. Verdammt, du zugenäht! Kriegt er nicht auf. Hier lag noch ein Schlüssel. Nehmen wir auch noch. Ist ein anderer Schlüssel.
Viele sehen gleich aus. Kann natürlich sein, dass dieser Schlüssel diese Tür öffnet. Können wir gleich versuchen. Oder einer der anderen Schlüssel. Wir hatten ja einige gefunden. Ja. So. Nochmal mit ihm darüber wandern. Und dieses Mal hoffentlich. Verdammt. Mal dürfen wir zuerst schießen. Gib Wasser. Klasse. Ich habe nicht gesehen, wie viel es gekostet hat. Jetzt steht er da doof rum. Mal gucken, ob er kassiert. Gib Wasser. Nee, er hat Angst. Ja. So, der steht direkt an der Tür. Wir mal versuchen, die Tür aufzumachen. Die ist verschlossen. Schade. Hier. Gib Wasser. Jetzt sehe ich auch, wie viel es kostet. Qué bueno. Jetzt ist es egal. Ja. Hier. So, komm mal weg von der Tür. Versuchst du mal aufzumachen. Geht, ohne die Falle auszulösen. Schau mal einer an. Hier. Unterbrechung für Chris. Er kann doch mit seiner Unterbrechung nichts anfangen. Ich kann ihn anschreien. Nicht. Geh weg. Ha! Hier! Nicht getroffen. So, nun bin ich dran. Nochmal. War auf jeden Fall ein Treffer. Hier. Was ist das? Rotten Männer, alle tot. Ja, tatsächlich eine lustige Erfahrung. Mehr oder weniger. So, die Codekarte. Passt zu den anderen Codekarten? Nein, passt sie nicht, aber zu der passt sie. Spannend. Gut. Dann speichern wir und dann schauen wir uns mal um. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Vielleicht, aber du hast einen Schlüssel. Oh. Und da drin ist noch ein Schlüssel. Tja, ich tausche die halt auch immer, wenn ich die anfasse, da. Gut.
Okay. Goldene Schlüssel. Die Leiste der goldenen Schlüssel. Die Leiste der bunten Schlüssel. Ecke der silbernen Schlüssel und die Codekarten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sortiert bleibt. Geh mal weg. Schlüsselleiste. Ja, geht's. Bleibt so. So. Schlüsselmeister. Guck mal noch mehr, nach mehr Schlüsseln. Vielleicht gibt's ja hier noch mehr Schlüssel. Kannst du die Schränke öffnen mit deinem Schlüssel? Leider nicht. Kein Schlüssel dabei für die Schränke. Hätte mich auch gewundert. Da müssen wir Herr Grizzly ranlassen. Grizzly kann die... Ja. Okay. Kraft aufmachen. Okay. Eine Sanitasche. Ja. Verdammt. Sie. Einen Kraftpunkt gewonnen. Hier. Ja. Das ist ganz cool, dass das Rambo-Messer gleichzeitig als Brechstange auch funktioniert. Hat tatsächlich alle aufbekommen. Hier. So. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Und daran ist auch eine Falle. Die erkennt er. Okay, so eine Falle. Ja, das müssen wir nicht. Das müssen wir nicht ertragen. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Das könnte auch nochmal eine andere Falle sein, weil da ja dieses... Keep-Out-Zeichen dran ist. Aber anscheinend nicht. Verdammt. Sie- Mit dem Schlüssel wird es wahrscheinlich nicht gehen. Wie bei den anderen. Genau. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Türen kriege ich wahrscheinlich auf. Mit dem Schlüssel. Oder den Schlüsseln. Vielleicht mal. Ja. Ansonsten Fallen entschärfen. Ja. Am ehesten Konrad, würde ich sagen. Hier sind doch die... Das ist doch das Senfgas hochgegangen. In dem Bereich, das ist doch das Gefängnis.
glaube, das ist das Gefängnis, wenn man Söldner, wenn eigene Söldner gefangen genommen wurden. Und dann hätten die jetzt in dem Fall Senfgas abbekommen. Das wäre natürlich auch nicht so gut gewesen für die eigenen Söldner. Dann wären die hier jetzt, ja, verletzt worden mit Senfgas. Oder getötet wahrscheinlich. Okay, Konrad, versuch mal, Falle zu entschärfen. Kannst du das? Kann er nicht. Versuchen es nochmal. Versuchen es. Gib ihm 3 Chancen. Ich glaube, das kann er nicht. Hier ist auch niemand dabei, der das kann. Wunderbar. Okay. Mit 3 Chancen hat es geklappt. Gut, dann müssen wir es nochmal versuchen hier. Dann klappt's eben doch. Wunderbar. Ach, Technik. Ja. Ist in dem Fall wichtig. Wasser. Hätten wir Iggy, hätten wir auch Chris ausprobieren können. Ja. Gut. Hier. Brauchen wir wieder jemand fürs Grobe? Die Wasser. Hier können die sich ja mal versuchen. Klappt sogar recht gut, Hamus, in den leeren Schränken. Caramba. Gut. Que pasa? Caramba. Nada. Aber nada, okay. Nichts drin. Gut, dann haben wir das aufgeklärt. Ah, wir müssen noch die Rucksäcke wieder aufheben. Natürlich wieder den Command vergessen für die Rucksäcke. So wie immer, rein traditionsmäßig. STRG, Shift und F. Und schon haben sie wieder schöne Rucksäcke auf. Und dann können wir uns den Loot ansehen. Der ist... Loot ist gut. Mal die Waffe auffüllen. Ja. Nichts dabei, was wir brauchen würden. Granate mehr kann er mitnehmen. Ist nicht so wichtig. Alles nicht so wichtig. Okay, nächster Sektor geholt. Cool. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Sie hat alles repariert. Während ich hier gekämpft habe. So, aber da gibt's noch viel mehr, Alex. Da gibt's noch viel mehr zu erledigen. Weil so viel hast du gar nicht, ne? Nur die Gürteltasche repariert. Mehr hat sie doch gar nicht im Inventar. Was repariert werden. Ja, doch, den Helm hat sie auch noch repariert, stimmt. Okay. Gut, wir bleiben noch hier. Könnte ich da auch noch Milizen produzieren?
Macht aber nicht so richtig viel Sinn. Ein Sektor ist noch in Alma. Und da ist gerade ein Fragezeichen auf dem Sektor. Ich nehme an, dass da noch ein zusätzliches Team in dem Sektor sein wird. Wo vielleicht ein Elite-Team, deswegen Fragezeichen, dass wir es nicht gesagt bekommen, wie viele das sind. Andererseits wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die dort angreifen, aber die greifen vielleicht auch oben an. Könnte auch sein. Eigentlich egal, ob sie jetzt dort angreifen oder dort. Die Truppen kann ich da hinziehen lassen. Und dann wird es erheblich einfacher. Es gibt keine Verletzten, deswegen könnte ich halt auch weiter vorgehen. Die Stadt gleich zu holen. Das ist die Mine, ne? Der letzte Sektor. Ja. Nicht, dass ich das Geld bräuchte. Okay. Wie dem auch sei. Jetzt werde ich es nicht mehr machen. Ich schicke mal alle aufs Dach. Ja. Einfach der Vernunft wegen, da fehlt ja noch einer. Ja. Ja. Okay. Ja. Er legt den Rucksack ab, bindet eine Schnur drumrum, eine feste, klettert aufs Dach, zieht den Rucksack auf der an der Schnur wieder hoch und kann ihn dann wieder aufsetzen. Genau so ist es. Genau so machen sie das mit den Rucksäcken. Das Rätsel ist gelöst. Ich weiß gar nicht. Ein Punkt Gesundheit. Auch schön. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt die Gegner jetzt kommen würden, wo wären die dann? Müssten die nicht auch alle durch diese Lücke kommen? In diesen Sektor? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, aber es ist spät genug. Ich würde jetzt an der Stelle Schluss machen. Weil es geht. Training der Miliz. Ja. Zusammen mit Chris. Training der Miliz. Grizzly kann mal gucken. Kann er irgendwas reparieren? Nee, kann er gerade nicht. Hat gar kein Reparaturzeug. Gibt es hier einen Betrieb? Ja. Gibt es Baracken? Kann Pause machen. Besser als draußen schlafen. Ja, lohnt sich nicht, denn alle sind fit. Alle sind fit und müssen nicht schlafen. Türerwall. Das ist... Wie kommt das denn jetzt? Weihnachtsgeld. Rest von vorhin und Weihnachtsgeld. Es ist nochmal ein Streamgehalt. Ein komplettes Streamgehalt kriege ich noch obendrauf. Türerwall, vielen Dank. Ja. Nee, ich bin auch müde. Ich weiß nicht, streamen die anderen beiden noch? Streamen P und Josie noch? Oder sind die müde? Hab ja dann zusammen
4 Stunden gestreamt heute. Naja, man muss vielleicht 10 Minuten abziehen. Wartezeit am Anfang, wo ich noch nicht mich eingeloggt habe oder so. 10 waren es vielleicht nicht ganz. 5. Sind noch dabei. Fleißig, fleißig. Aber nee, ich bin irgendwie müde. Rein theoretisch, wie geht's jetzt weiter? Also, ach, ich würde jetzt wahrscheinlich hier erstmal vielleicht auch offstream einmal Miliz trainieren und dann mal gucken, wer dann frei ist zum Kämpfen. Und dann 2 Teams bilden und dann in diesen Sektor rein. Oder aber die greifen von alleine an. Vielleicht da oben. Weil ich nicht weiß, wo sie hier überhaupt hinkommen. Aber sie kamen ja eigentlich von dort. Oder sie stehen dann außerhalb des Sektors. Und kommen alle durch den Zaun, durch die Lücke im Zaun. Kann sein. Ja. Weihnachtsstream. Genau, der Jagged Alliance Weihnachtsstream. Ich hätte gerne auch so einen Weihnachtshut aufgesetzt, aber ich habe keinen. Sowas habe ich nicht. Ich hätte ja mal Alex fragen können, vielleicht hat sie sowas wirklich. Also ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie sowas hat. Als Lehrerin? Warum habe ich Alex nicht gefragt? Tja, als Lehrerin könnte sie sowas gut haben. Naja, nur ist zu spät. Sollen noch irgendwas üben. Geschicklichkeit. Ja. Und Iggy. Sprengstoff. So, jetzt haben alle was zu tun. Das heißt, wenn ich dann da trainiere, langweilt sich niemand. Immer gut. Außerdem müsste ich dann auch wieder die Shops anschauen. Und der Drenner müsste wieder Blumen bekommen. Die Frage ist, passiert nochmal was? Kann sein, dass gar nichts mehr passiert. Eine Sache gucke ich vielleicht noch. Ist das vielleicht irgendwie im Logbuch drin, dass sie Blumen bekommen hat? Verträge verlängert, Geld bezahlt, Sektor verteidigt. Da steht nichts im Log zu den Blumen drin. Irgendwas beim Floristen. Hier gibt es nur die Galerie. Tja. Vielleicht passiert einfach gar nichts. Oder es kommt die gleiche Video, sie kennen es nochmal. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall cool, ihr Blumen geschickt zu haben. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnert habe. Okay. Gut. Abschiedssequenz. Tyrewald, vielen Dank dir für deine reichhaltigen Weihnachtsspenden. Ich schalte auf diesen Screen. Ich raide dann einfach zu. Na, macht es Sinn, zu Pio und Josie zu raiden? Wahrscheinlich nicht. Ich guck mal. Ihr seid doch eh alle bei ihnen. Deswegen. Ich gucke mal, ob noch vielleicht jemand Jagged Alliance streamt. Also ich glaube, Steven ist auf jeden Fall nicht mehr live. Es gibt tatsächlich noch jemand. Und zwar eine Schwedin. Gerade erst angefangen. Keine Ahnung. Ob die auf Englisch. Ich würde einfach mal rüber raiden. Düb, düb. Aber sonst macht das ja alles nicht so viel Sinn.
Sophie und Josie zu raiden jetzt, wenn sie überhaupt einen Raid zulassen. Es sind ja nur zwei dabei. Genau, deswegen. Ja, eine kleine Runde gerade. Okay, na gut. Dann versuche ich das. Dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Ich bin vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal am Stream. Wir haben auf jeden Fall, sind auf jeden Fall bei Freunden und bei den Schwiegereltern und an Silvester bei meinen Eltern. Also viel unterwegs jetzt die Tage. Von daher nicht so viel Zeit zum Streamen, aber zwischendurch nochmal kurz zurück. Ein, zwei Nächte oder so. Mal gucken. Okay. Vielleicht gibt es da nochmal eine Gelegenheit. Gut. Na dann. Habe ich mal den Raid gestartet. Und ja, feiert schön. Lasst es euch gut gehen. Entspannt euch ein bisschen von der Arbeit und so. Werdet nicht krank. Und dann bis bald. Macht's gut.